Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Metronic Steps Spezial. Über das Step, das wir heute reden, oder heute reden wir im Grunde genommen nicht über ein Dep, sondern über ein Wallet, und zwar über das Neo Wallet. In einem vorherigen Video habe ich schon mal erklärt, was ist die Neo Wallet überhaupt oder was ist die Neo Blockchain überhaupt, wie setzt sich das Ganze so ein bisschen zusammen. Und habe auch gezeigt, dass man auf der Neo-Blockchain durch das Halten des Neo-Coins 15 bis, es waren auch schon 20% im Jahr, also das variiert immer, aber so circa um die 15% Gewinn nur durch das Halten der Token erzeugen kann. So, bringt uns alles nicht viel, wenn wir wissen, okay, wenn wir das machen, dann bekommen wir die 15%. Jetzt müssen wir uns zuerst mal den Schritt anschauen. Wie komme ich denn überhaupt zu einem eigenen Wallet? Genau. Wie immer habe ich dir alle wichtigen Links und Details unter diesem Video zusammengepackt, weil es ist immer ganz wichtig, also ich persönlich mache es immer so, ich schaue, dass ich wirklich Links immer nur folge von verifizierten Seiten, also dass ich mir die entweder direkt aus der Börse raushole und da auf die Seite einfach der Webseite mal gehe und von dort weg nicht einfach im Internet suchen Neo Wallet und dann installiert man sich vielleicht irgendein Betrugswallet und plötzlich sind deine Coins weg, sondern es ist einfach wirklich so, wenn es ums Thema Blockchain geht oder wenn es ums Thema eigenes Wallet auch geht, ist wirklich Sicherheit ganz oberstes Gebot, damit man sich da wirklich genau vorher anschaut, auf welchen Link klicke ich. Was mache ich da genau? Weil wenn die Coins einmal von deinem Wallet weg sind oder du die Zugänge zu deinem Wallet verloren hast, dann ist es wirklich ganz, 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 ganz schwer bis unmöglich, damit du die Gelder wieder zurückbekommst oder auch die Wallet-Zugänge wieder bekommst. Deswegen hier wirklich mit Bedacht das Ganze durchgehen. So, ich bin hier auf der Seite von Neo und es ist immer unterschiedlich, wo man die Daten findet. Manchmal findet man es hier oben im Header-Menü bei Neo auf der Webseite. Da finden wir das Ganze ganz unten und dann gibt es hier den Punkt Wallets. So, hier gibt es schon mal eine Wallet-Übersicht. Also hier sind alle Wallets. Es gibt ja verschiedene Arten von Wallets, aber es ist zum Beispiel so, wenn du dir jetzt zuerst oder besser gesagt, hier unten in den Menüs siehst du, für welche Arten dieses Wallet konstruiert wurde. Ja? Also es gibt Wallets, die sind nur für den Desktop, es gibt Wallets, die sind nur für die mobile Anwendung oder es gibt auch reine Extension Wallets. Ja? Also ein Extension Wallet, das ist immer etwas, das ich auf dem Computer verwende, zum Beispiel als Chrome Extension, ja? Und ein mobiles Wallet, das ist eben für mein Handy. Desktop Wallets sind Wallets, die sind auf dem Computer installiert, aber nicht in den Chrome oder Mozilla oder sonst in einen Browser als Extension, sondern die hast du direkt auf deinem PC laufen. Es ist aber so, du kannst aus jedem Wallet den Private Key exportieren und du könntest dir zum Beispiel auf deinem PC ein Desktop Wallet machen, mit der Neo GUI und dann dort den Private Key exportieren, dir dann auf dem Handy das Neo Line oder das O3 Wallet oder eins dieser Wallets anlegen und dann dort den Private Key wieder importieren oder auch dann später die Browser Extension installieren von Neo Line und dann auch dort wieder den Private Key installieren, das heißt die Wallets oder der Private Key ist immer kompatibel. Ich persönlich habe schon zwei Wallets ausprobiert und zwar einerseits das Neon Wallet für die mobile Anwendung, gefällt mir grafisch sehr gut, und dann das Neo Line Wallet. Ich bin jetzt aber dann beim Neo Line Wallet hängen geblieben und zwar aus einem Grund. Es ist das einzige Wallet mit einer Extension. Und genau, und da kann ich dann einfach wirklich auf dem PC über die Extension sehr einfach damit arbeiten. Und deswegen schauen wir uns dieses Wallet jetzt einfach mal im Detail an. Gut, ich gehe mal hier auf Wallet und dann kann man hier entweder schon direkt den Download starten oder ich kann auch zuerst auf die Webseite gehen. Auf der Webseite gibt es dann auch nochmal
eventuell ein paar wichtige Informationen. Hier kann ich mir schon mal vorab anschauen, wie sieht dieses Wallet aus. Ganz wichtig auch, das Neo Line Wallet unterstützt auch schon die neue Neo X Chain. Das heißt, ich habe jetzt hier den Support für die alte Version, für die Neo 3 und auch den Neo X. Genau, ich habe hier eine integrierte Bridge. Das heißt, ich kann hier in dem Wallet von der Neo 3 auf die Neo X dann später bridgen. Das werden wir uns aber alles dann später Schritt für Schritt anschauen. Und genau, also ich habe mich jetzt mal einfach für diese Wallet entschieden und werde euch jetzt mal zeigen, wie kann ich die als Chrome Extension installieren, auf was muss ich aufpassen. Ihr zu Hause könnt die dann auch genauso auf eurem iPhone oder über Google auf dem Android eben installieren. Gut, ich klicke hier mal drauf auf Download Chrome Extension, Add to Chrome, dann sagt er mir schon, genau. So, jetzt haben wir im Grunde genommen die Wallet schon hinzugefügt und man sieht sie dann hier oben in der Leiste. Ich gehe mal hier auf die Leiste und dann gibt es hier so einen Pin und dann kann man die anpinnen. So, jetzt mache ich diese Wallet mal auf und dann fragt er mich schon, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Möchte ich eine neue Wallet erstellen oder möchte ich eine bereits erstellte Wallet importieren? Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Desktop-Wallet vorher gemacht habe und ich möchte die auch auf meinem PC haben, dann sage ich natürlich Import. Ansonsten, wir erstellen hier jetzt einfach mal eine neue Wallet. So, er fragt mich dann jetzt, für welche Chain, und ich würde euch empfehlen die Neo 3, weil das ist die, die auf allen Börsen jetzt unterstützt wird. Die Neo Legacy, das ist eben die alte Version, hier wurde jetzt schon abgegradet. Was für uns jetzt mal interessant ist, ist die Neo 3 Blockchain, weil das sind die Neo-Token, die wir brauchen, um auch das richtige Gas, sage ich jetzt mal, zu erzeugen. Und das sind auch die Neo-Token, die ihr auf den ganzen Börsen findet. So, jetzt will er zuerst hier einen Wallet-Namen haben und hier gebe ich einfach wie ich das nennen möchte, ich sage jetzt einfach Wallet 1. So, dann hier ein Passwort und hier ist es auch wieder so, dieses Passwort ist einfach nur hier für diesen PC oder später auch für euer Handy. Also das Passwort ist im Grunde genommen nicht wirklich wichtig. Wenn du das Passwort verlierst, dann kannst du das Wallet immer wieder erstellen. Das heißt, ihr könnt mir auch einfach 1, 2, 3 oder so irgendwas eingeben. Wir geben jetzt hier einfach mal ein Neo, dann sehen wir jetzt schon, okay, 8 Zeichen, Neo, 1, 2, 3, 4, Rufzeichen, Rufzeichen, genau. So, jetzt müssen wir hier das Passwort wiederholen und wir gehen auf Create. So, dann sagt er hier schon, okay, möchtest du ein Backup erstellen? Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, weil das wollen wir sofort. So, gut. Das ist jetzt hier unser Private Key. Das ist der Private Key als QR-Code und hier ist der Private Key unten nochmal als Zahlen- und Buchstabenkombination. Ich kopiere mit denen jetzt einfach mal und habe hier nebenbei auch schon ein neues Word-Dokument aufgemacht und schreibe hier einfach mal rein Neo Wallet, genau, und füge mir hier mal den Private Key ein. Gut, jetzt haben wir den Private Key, haben wir hier einmal gespeichert. Jetzt sagt er mir aber nochmal, okay, weil wir das verlassen haben, now, okay. Er hat mich jetzt hier nicht weiterlassen, aber wir gehen hier einfach nochmal rein. Account Details. So, hier ist jetzt unsere Wallet-Adresse und hier Show Private Key. Jetzt will er hier natürlich unser Passwort nochmal haben. Da haben wir jetzt genommen Neo 1234, Rufzeichen, Rufzeichen. Genau. So, jetzt sagt er hier noch einmal, so, was ist jetzt hier los? So, das hat er jetzt hier nicht ganz wollen, deswegen gehen wir hier einfach nochmal rein, Account Details,
Dann haben wir unten Show Private Key und da muss ich jetzt einmal mein Passwort zur Verifizierung eingeben. Verify. Genau, so. Und hier sehe ich jetzt nochmal unseren Private Key. Schade, er wird jetzt hier nicht mehr nochmal als QR-Code angezeigt. Ansonsten hätte man das Ganze hier jetzt noch einmal einfach den QR-Code auch abspeichern können. Gut, beim zweiten Mal wird leider hier der Private Key nicht mehr als QR-Code angezeigt, sondern wirklich nur noch der Private Key. Ist jetzt ein bisschen schade, aber ihr wisst jetzt hier aus dem Video, wenn ihr das auf dem PC macht, dass ihr nicht gleich weitergeht, sondern hier kann man sich hier einfach über das Snipping Tool einfach das Ganze, den QR-Code speichern und hier dann einfach das Ganze einmal dazugeben, macht es einem dann auch später etwas einfacher, wenn man hier das Wallet neu importieren muss. Ansonsten muss man einfach hier diese Zeichen einmal abschreiben. Es ist ja nicht so, damit ich das die ganze Zeit brauche, sondern im Grunde genommen ist es mal auf dem PC oder auf dem Handy installiert. Und genau, wichtig ist einfach nur, wenn ich mal, keine Ahnung, der Computer öffnet nicht mehr aus irgendeinem Grund, ich habe einen Virus auf dem Computer, der aber Gott sei Dank nicht meine Wallets dann irgendwie infiziert hat, sondern ich noch im oder hier einfach nichts passiert ist und ich muss den Computer dann einfach neu aufsetzen aus irgendeinem Grund oder ich bekomme einen neuen Computer und möchte das dann dort wieder installieren, damit ich einfach diese Zeichen dann habe. Das Ganze, ganz wichtig, einmal auf Papier ausdrucken, in den Safe legen oder irgendwo einfach ablegen, wo, also gut versteckt irgendwo, sicher auf alle Fälle aufbewahren, weil wenn ihr diesen Code, also diesen Private Key verliert, verliert ihr auch den Zugang zu eurem Wallet. Also das Passwort ist jetzt nicht so wichtig, weil das Passwort ist wirklich nur auf eurem PC, dass das hier der Zugang zu diesem Wallet ist. Und wenn du das Passwort resetten möchtest, ja, der Passwort Reset funktioniert nicht so, wie man das vielleicht woanders kennt, dass man eine Mail bekommt und die dann bestätigt und verifizieren oder sonst irgendwas. Nein, Passwort Reset ist im Grunde genommen, dass du den Private Key noch einmal neu eingibst und dann hast du auch die Möglichkeit, eben dein Passwort wieder herzustellen. Gut, und dann sind die nächsten Punkte, die schauen wir uns auch noch gleich gemeinsam an, im Grunde genommen ganz einfach, weil das ist jetzt hier meine NEO-Adresse und hier muss ich meine NEO hinsenden. In dem Moment, wo ihr die NEO hier hinsendet, ist es schon so, dass die anfangen mit dem Staking, also mit dem Gas produzieren. Ja? Also in dem Moment, wo ihr die von, egal wo auszahlt, produziert ihr hier schon Gas. Ja? Und wenn das dann mal passiert ist, damit ich hier meine NEO habe, dann musst du im Grunde genommen nur noch voten. Und das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Und zwar gibt es hier wieder auf der NEO-Seite den Punkt Governance. Und hier gehe ich dann auf Vote Now. Dann muss ich hier einmal mein Wallet verbinden. Und ihr seht hier schon, es gibt hier eh nur 4 Wallets zur Auswahl. Und das NEO-Line-Wallet, das geht eben immer. So, dann bestätige ich das hier, Wallet 1, und dann fragt er mich schon, für welchen Kandidaten möchte ich denn gerne voten. Und genau, da könnt ihr euch dann einer diesen Kandidaten einfach aussuchen und ihr klickt dann einfach hier auf Vote. Vote Now. In meinem Fall geht es jetzt hier einfach nicht, weil ich habe noch kein Gas und habe gar nichts zur Verfügung. Das bedeutet, ihr müsstet vielleicht für die erste Transaktion auch ein paar Gas senden, das heißt auf der Börse ein Gas einfach kaufen und ich würde es auch immer so machen, damit ihr dann später ein halbes Gas immer auf dem Wallet liegen lasst, weil Gas brauchst du einfach immer, um die Transaktionsgebühren zu bezahlen. Ja, egal welchen Coin du auf dieser Blockchain dann später kaufst, das schauen wir uns nämlich im nächsten Video dann an, wie kann ich jetzt auf der Neo-Blockchain etwas kaufen, was kann ich dann später mit meinem Gas machen, was habe ich da für Möglichkeiten dann wieder. Und das ist einfach immer etwas, was du brauchst. Ganz wichtig ist auch noch immer,
Oder ist auch noch eine Geschichte, die ich mir ganz gern dazu sage. Wenn ihr dann später Neo in eurem Wallet habt, dann kommt hier die Funktion dann später Claim. Also ihr seht dann hier, dass das Gas angezeigt wird. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann auf diese Funktion Claim einfach draufdrücken und dann bekommt man das Gas. Oder es wird jedes Mal das Gas automatisch geclaimed, wenn sich deine Neo bewegen. Das heißt, wenn du einen Neo auszahlst aus der Börse in dein Wallet, dann wird automatisch Gas geclaimed. Oder wenn du Neo von deinem Wallet zur Börse wieder sendest, wird automatisch Gas geclaimed. Nur einfach so, damit man es einfach mal gehört hat. Ja. Gut, in diesem Sinne sind wir auch wieder am Ende von der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ihr habt alle wichtigen Informationen zum Thema Wallet erhalten. Wenn nicht, schreibt mir einfach unter die Kommentare, was ihr noch wissen möchtet oder was ihr euch vielleicht, was euch auch noch interessiert und oder was ein kommendes Video zum Thema Neo sein sollte, wo ich einfach nochmal genauer darauf eingehen soll. Und genau, dann hören wir uns einfach im nächsten Video. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und weiterhin maximale Profite mit Metronix, mit Neo, mit Kryptowährungen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.